Begleitet mich an Tag 2 auf der AIDA Cosma. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Vlog hier auf AIDA Cosma und Tag 2. Heute hier auf der Orientreise. Heute sind wir in Doha, in Katar. Noch nicht, wir fahren noch. Es ist nämlich relativ früh, ich bin auf einer Mission, denn ich plane ja, ich muss mal kurz auf den Aufzug drücken, eine Schiffstour zu filmen. Und die Poolbereiche möchte ich natürlich dann filmen, wenn da möglichst keine Leute sind oder fast keine Leute. Deswegen ja, ist es relativ früh und die Aufzüge sind immer so schnell unterwegs hier. Bin ich hier richtig? Schauen wir mal. Und was soll ich sagen? Genau, also ich wollte jetzt die Poolbereiche schon mal abfilmen, so mit so wenig Menschen wie möglich. Und in Katar ist es so, dass es eine Stunde zurück ist. Aber die Bordzeit hier am Schiff wird nicht geändert. Das heißt, auch ein bisschen kompliziert. Also in Katar haben wir jetzt gerade, was haben wir da? Ich muss mal mein Handy gucken. Genau, in Katar haben wir jetzt 6.12 Uhr und auf dem Schiff haben wir 7.12 Uhr. Ein bisschen kompliziert, aber die Borduhren werden halt für den einen Tag jetzt nicht umgestellt, weil nur Katar eine andere Uhrzeit hat. Ja, ich filme jetzt die Poolbereiche und dann gehen wir auch schon frühstücken. Was ich noch sagen kann, ist, wir haben heute eine Wüstensafari gebucht. Nicht über AIDA, sondern über Pearls of Doha. Wie es wird, weiß ich noch nicht, aber ich kann euch gerne die Seite schon mal unten in der Infobox verlinken. Einfach per Mail angeschrieben und bezahlt wird jetzt hier vor Ort in Euro. Was ich gerade schon gesehen habe, und da kommt tatsächlich noch ein Flugzeug, ist, wie cool das aussieht, wenn die Flugzeuge landen über Doha. Der Flughafen ist direkt da links. Sieht man auch Qatar Airways draufstehen und da landet wieder ein Flugzeug. Das sieht so cool aus. Man kennt es natürlich, die Leute, die um 7 Uhr morgens schon ganz eifrig liegen in der Sonne. Nicht. Die Taschen liegen hier und die Sonnencreme und die Schlappen. Und die Handtücher natürlich. Und es ist gerade mal Hafentag, also ich will gar nicht wissen, wie es hier um 7 Uhr morgens an einem Seetag aussieht. Wir haben jetzt in Doha Halt gemacht und ja, man hat einen schönen Blick auf die Skyline da hinten. Ich trinke jetzt hier noch meinen Tee an der Poolbar, denn hier gab es von 6 bis 8 Frühaufsteher, Kaffee und Tee. Und es gibt ja immer jeden Tag diese Mai-AIDA heute. Und da steht alles Wichtige drin, bis wann das Schiff hier steht, wann die Sonne aufgeht, wann die Sonne untergeht, wie viele Grad dort erwartet sind. Heute sind 27 Grad. Und hinten findet ihr auch dann immer, welches Restaurant wann geöffnet hat, wo es was zu essen gibt, an welchem Deck und wo sich es auf dem Schiff befindet, also ob hinten, vorne oder Mitte. Finde ich ganz praktisch. Und ja, da gibt es Wissenswertes zu Doha, so ein paar Sehenswürdigkeiten, wenn ihr keinen Ausflug geplant habt, könnt ihr das dann hier immer alles entnehmen. In Doha zum Beispiel gibt es auch einen Shuttlebus, zum kostenfreien Shuttlebus zum Souk, also zum Markt. Aber wegen Ramadan wurde uns gestern auch schon gesagt, dass wahrscheinlich nicht alle Shops offen haben. Und zwischen 12 und 16 Uhr haben wir sowohl generell geschlossen. Genau, also falls ihr dann hier mal herkommen wollt, dann seht ihr Bescheid wisst. Ja, ansonsten um 19 Uhr legen wir ab. Sail away. Und was gibt es heute noch? Heute ist Silent Party, heute Abend zum Beispiel. Mit DJ
mit you in der Beach, im Beach Club. Und ja, ich trinke jetzt meinen Tee und dann geht's ins Marktrestaurant zum Frühstück. Eins habe ich noch vergessen, bevor es zum Frühstück geht. Aktuell ist ja Ramadan in den muslimischen Ländern. Dazu zählt natürlich auch Katar. Und ja, Dubai und Abu Dhabi natürlich auch, also die Emirate. Aber Doha oder Katar ist ein bisschen konservativer. Und uns wurde gestern schon bei der Primetime vom Kapitän auch gesagt, sollen bitte deren Religion respektieren, was ich natürlich auch voll respektiere und verstehen kann. Und man zum Beispiel jetzt nicht direkt in der Öffentlichkeit etwas trinken und essen soll. Also es wird wohl gleich noch durchgesagt, wo man oder wie man trinken und essen darf. Wenn man irgendwie auf dem Ausflug ist oder irgendwo unterwegs ist, dann sollen die Frauen ihre Knöchel bedecken, was Langärmeliges tragen. Kopftuch jetzt nicht unbedingt, aber ich habe trotzdem eins dabei, so ein Halstuch, und ich würde mir auch etwas Langes da noch drüber ziehen. Genau, das wurde uns halt gestern schon gesagt, das wird aber auch heute noch durch die Borddurchsage gesagt, und es wird tatsächlich auch darauf geachtet, wenn man von Bord geht, dass die Kleidung angemessen ist, also dass ihr hier nicht zu freizügig von Bord geht und deren Kultur natürlich respektiert, was wir natürlich auch machen werden. Also das ist tatsächlich einer der schönsten Hafenterminals, in denen ich bisher angekommen bin, in Doha. Mit diesem Aquarium hier, mega schön. Gibt's Rochen und kleine Haie. Hallo Fischi! Also echt schön. Da oben sind die Rochen. Falls ihr keinen Ausflug gebucht habt in Doha, gibt es hier direkt vom Terminalhafen einen Hop-on-Hop-off-Bus. Und ja, den könnt ihr dann, ich glaube, Tickets direkt hier kaufen bei der Crew. Ich weiß leider nicht, was es kostet, aber gibt es hier direkt vor der Tür. Wir sind jetzt aus dem Terminal raus. Ihr seht hinter mir einmal Aida Cosma. Und wir haben ja über Pearls of Doha gebucht. Und die haben eine Beschreibung mitgeschickt per E-Mail. Man soll aus dem Terminal raus, nach links gehen, Richtung Doha Skyline, und dann einfach raus, und da stehen, ich sehe sie schon, ganz viele Jeeps und Geländewagen. Und ja, es ist 5 bis 7 Minuten Laufweg. Wir fahren gerade die AIDA Fahrradtour, fährt gerade hier los. Liebe ich auch tatsächlich, kann ich auch nur weiterempfehlen. Mache ich eigentlich immer bei jeder AIDA Kreuzfahrt, diesmal leider nicht. Aber die AIDA-Fahrradtouren sind echt empfehlenswert, weil man mit dem Fahrrad doch noch andere Ecken sieht als zu Fuß oder mit dem Auto. Unser erster Stopp hier auf der Tour. Wir haben einen sehr, sehr netten Guide. Hier werden jetzt die Luft aus den Reifen rausgelassen für die Dünenfahrt. Da muss weniger Luft in den Reifen sein. Die Tour dauert ungefähr 4 Stunden. Und ja, die erste Fahrt jetzt hier in die Wüste war knapp 45 Minuten. Hier gibt es Möglichkeiten, mit dem Falken ein Foto zu machen. Und man kann auch Kamelreiten machen, kostet um die 10 Euro für 3 bis 4 Minuten, und 20 Euro kann man, dann wird man mit auf die Düne getragen, aber das machen wir nicht. Also es ist jetzt keine bezahlte Werbung für Pearls of Doha. Ich möchte aber jetzt nur berichten, wie wir es gebucht haben. Ich habe euch ja den Link unten in die Infobox gepackt. Die Kommunikation ist komplett auf Deutsch. Wir haben 250 Euro fürs komplette Auto bezahlt. Da wir 5 Personen sind, halt 50 Euro pro Person.
Die bieten halt diese Wüstensafari an, aber auch eine Stadttour durch Doha. Die war aber schon ausgebucht, als wir gebucht haben. Wir machen jetzt eine kleine Fotopause hier an den Dünen mit dem Meer im Hintergrund. Da gibt's, kann man hier Fotos machen, sehr, sehr schön. Sehr windig. Ich hab mir jetzt ein Tuch am Kopf gemacht, weil die Sonne schon sehr ballert. Ich drehe mich mal kurz. So sieht das Ganze dann hier bei mir aus. Ja. Ist schon eine wilde Fahrt, gefällt mir aber echt gut. Also ich mag sowas, ich mag Action, runter, hoch. Bei uns geht es auch allen gut. Ich bin fast die Sanddünen runtergefallen. Ja, also macht mega, mega viel Spaß. Unser Fahrer ist super nett. Er sagt dann immer, nee, weniger Action. Ich so, nee, schon mehr Action. Ich möchte Action. Und die anderen machen es auch echt gut mit. Es gibt eine zweite Fotopause und die ist direkt hier am Meer. Sehr schön erfrischend, das Wasser. Ich kann nur mit den Füßen rein. Ich habe eine lange Hose an. Ah. Unser Fahrer hat uns noch erzählt, dass da hinten die Berge, die ihr da hinten seht, hinter dem Meer, das ist Saudi-Arabien. Und im Prinzip ist das Meer die Grenze zwischen Katar und Saudi-Arabien. Wir sind wieder am Doha-Hafen angekommen. Ihr seht die ganzen Menschen hinter mir. Die sitzen natürlich alle an ihrem Handy. Habe ich gerade auch ein bisschen, um im Internet zu surfen. Ich habe zwar die Social Media Flatrate, aber Stories gucken kann ich nicht und auch keine Videos hochladen. Deswegen und Mails musste ich checken. Deswegen habe ich hier auch knapp so 20 Minuten jetzt hier gesessen und gehe jetzt aufs Schiff. Ich habe so ein leichtes Hüngerchen. Ich habe irgendwie Bock auf Burger. Mal gucken. Ich schmeiße mich aber jetzt mal in die Badeklamotten. Und dann wird am Pool gechillt.
Und was, also kurze Zusammenfassung zum Ausflug. Ich fand es wirklich sehr, sehr gut. Der Fahrer war wirklich sehr nett. 4 Stunden, völlig okay von der Zeit. Es ist eine lange Anfahrt, knapp 45 Minuten und auch 45 Minuten zurück. Zurück muss ich sagen, bin ich sogar eingeschlafen im Auto, weil ich so müde bin, weil ich heute so früh aufgestanden bin. Dennoch eine schöne Tour und jetzt haben wir trotzdem noch Zeit, das Schiff, also auf dem Schiff zu chillen. Wir hätten gerne noch den Zug besucht, also den Markt. Aber erstmal haben wir Ramadan und da haben sowieso fast keine Geschäfte offen, vor allem mittags nicht. Erst abends geht es hier dann halt los, wenn man wieder essen darf. Übrigens haben wir auch noch was vom Tourguide bekommen, und zwar Datteln, die wir um 5.46 Uhr essen sollen, also abends, weil dann die Fastenzeit dann für den Tag gebrochen ist. Und eine kleine Laterne zum Ramadan, also richtig süß. Und genau, also das Zug hätten wir gern gemacht, wir hätten gerne den Markt besucht, aber wie gesagt, wegen Ramadan, und die haben wohl auch generell von 12 bis 16 Uhr geschlossen, diesen Markt, weil es halt wahrscheinlich zu heiß ist. Und das haben wir halt leider nicht geschafft. Naja, ist jetzt so, Geld gespart in dem Sinne, nichts gekauft. Und ja, hier hinter mir seht ihr Aida Cosma. Jetzt gehe ich aufs Schiff und vielleicht zeige ich euch ein bisschen was vom Pool. Ich finde das einfach total interessant zu sehen, wenn das Schiff ablegt, was die Crew hier alles machen muss. Und unser Balkon ist natürlich auf der Seite, wo Ausstieg ist. Also bisher war es immer so, in Abu Dhabi war auf der Seite Ausstieg und auch jetzt auch hier in Doha. Und die Gangway wird gerade reingetragen auf der Seite. Da ist sie noch offen, denn es kommen noch einige Passagiere. Es wird gerade sehr laut. Ja, da könnt ihr sehen, da kommen noch einige Passagiere. Ich vermute, es ist ein AIDA-Ausflug, weil so viele auf einmal. Wir haben jetzt kurz nach 6. Eigentlich sollten alle Passagiere um 6 an Bord sein, aber ja, ich denke mal so 5 bis 10 Minuten ist da jetzt noch Kulanz. Wenn die an Bord sind, ab 7 soll es dann hier losgehen. Da versuche ich auch ein paar Eindrücke dann zu filmen, wenn die hier die Leinen losmachen. Leider hätte ich euch gerne mehr gezeigt von den Leinen los, aber 18.30 Uhr war tatsächlich Uhrzeit, dass alle an Bord sein sollen. Und das ist jetzt fast 19 Uhr. Eigentlich sollen wir ja um 19 Uhr ablegen. Und hier wird wild telefoniert und noch geguckt. Und es wird nicht reingeschoben. Das heißt, wahrscheinlich fehlen Passagiere an Bord. Und die müssen wahrscheinlich von einem AIDA-Ausflug sein, weil wenn man nicht AIDA-Ausflug bucht, dann hat man halt Pech, wenn das Schiff wegfährt. Aber ja, hier wird noch wild rumtelefoniert. Und wir gehen jetzt halt zum Abendessen. Wir gehen heute ins Yacht-Restaurant, zum Buffet-Restaurant. Und wollten das um 19 Uhr machen, deswegen heute leider keine Leinen los. Schade. Naja, wäre ich dann in Muscat. Wir sind ja heute Abend im Yacht-Restaurant und ich zeige euch jetzt das Buffet, oder ich versuche es, weil nach dem Ablegen ist hier ganz schön viel los. Wir haben einmal Roastbeef mit Remouladensoße, einmal grüne Spargel mit Ziegenkäse, Garnelensalat, dann haben wir hier verschiedenen Fisch, so eingelegte Sachen, Aufschnitt. Da haben wir verschiedene Salate, die ihr euch dann zusammenstellen könnt. Spaghetti, Nudeln, geschwenkte Paprikagemüse, Pommes, Sardilla, Pesto-Nudeln, Garnelen, Tintenfischringe,
gegrilltes Gemüse mit Knoblauch. Hier gibt es frisch gebratenen Fisch. Heute ist es Lachssteak. Und hier seht ihr mal, wie das angerichtet ist. Hier gibt es Soßen zum Fisch. Dann kommen wir zum Dessert. Cheesecake-Creme mit Erdbeersoße. Da nehme ich mir da direkt mal einen mit. Dann gibt es Brownie-Cheesecake, auch gut. Crema di Banana, Bananencreme. Hier gibt es bayerische Creme mit Beerensoße und Contro-Gelee mit Himbeeren. Verschiedenes Obst. Ja, wir haben zu Abend gegessen und im Yachtrestaurant, Yachtclub-Restaurant. Mir hat das Marktrestaurant gestern ein bisschen besser geschmeckt. Hat die Auswahl ein bisschen besser, ist natürlich als Geschmackssache. Aber wie gesagt, für mich fand ich das Marktrestaurant gestern besser. War jetzt hier viel Fisch, sehr viel See, Meeresfrüchte. Wie gesagt, muss man mögen, wo ich Meeresfrüchte eigentlich mag. Kann auch sein, dass ich ein bisschen angeschlagen bin, weil ich bin super müde. Ein bisschen Halsschmerzen, aber sonst, ja, und halt sehr, sehr müde. Aber ich bin heute Morgen ja schon um 5:30 aufgestanden und ich muss ein bisschen Schlaf nachholen von der verkürzten Nacht im Flugzeug. Deswegen, ja, geht es für mich jetzt schon ins Bett. Sehr, sehr früh. Ich verpasse leider die Silent, also ich bin jetzt eh nicht der Partygänger, aber ich hätte euch gerne die Silent Disco ein bisschen gezeigt, einen Beachclub. Aber das wird heute nichts mehr, weil die ist erst um 10. Und da werde ich schon in meinen Träumen liegen. Silent Disco im Beachclub ist eigentlich mal ganz cool. Man bekommt Kopfhörer und hat dann die Musik auf den Ohren. Und im Prinzip ist der ganze Beachclub leise. Man hört die Leute wie mitsummen und vor sich hin tanzen auf verschiedene Lieder. Es gibt 3 verschiedene Kanäle. Und das ist tatsächlich immer sehr, sehr witzig, das zu beobachten. Ansonsten war jetzt auch gerade die Primetime, aber wir waren halt auch relativ spät wegen dem Auslaufen. Und ich frage mich, ich hoffe, dass irgendwann diese Woche noch eine Show stattfindet, Theatrium. Möchte ich mir auf jeden Fall gerne noch eine anschauen. Und eine Primetime, ja, mal schauen. Vielleicht morgen Abend. Morgen ist Seetag. Das heißt, morgen wird entspannt. Aber ich habe morgen früh um 8 schon eine Anwendung im Fitnessstudio. Dazu erzähle ich euch dann morgen mehr. Und ja, deswegen kann ich jetzt auch nicht so viel ausschlafen. Deswegen gehe ich heute früh ins Bett. Morgen dann um 8 zur Anwendung. Danach geht es auch erst dann zum Frühstück. Also folglich dann nicht frühstücken. Ja, und das war unser Tag in Doha. Sehr, sehr schön. Wir haben sehr, sehr viel Glück mit dem Wetter. Super schön warm. Und durch den nehme ich euch morgen am Seetag auch wieder mit. Wird ein bisschen entspannter. Nicht so viel Action, aber trotzdem. Currywurst möchte ich morgen probieren. Heute hatte ich ja den Burger. Und ich hoffe, dass ihr morgen wieder dabei seid. Ich kann gerade keinen Daumen nach oben zeigen. Also ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke. Und dann sehen wir uns morgen zum Seetag wieder. Oder bei euch eigentlich nächste Woche, weil das Video dann im Wochenrhythmus online kommt. Also bis dann. Ciao.